Now we can have a little prayer. This prayer will help you opening our heart to receiving the word of God. Und jetzt haben wir ein paar Gebete und die Gebete werden uns helfen, unsere Herzen zu öffnen, damit wir die Gnade Gottes empfangen. We can pray, Jesus, I believe in you, I trust in you. Wir beten, Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue auf dich. Jesus, Son of Living God, have mercy on me. Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, hab Erbarmen mit mir. Thank you, Jesus, for this graceful time. Danke, Jesus, für diese Zeit der Gnade. Thank you, Jesus, you have a good plan for my life. Danke, Jesus, für diesen guten Plan, den du mit meinem Leben hast. Danke, Jesus, für diesen guten Plan, den du für mein Leben hast. Thank you, Jesus, for your mercy. Danke, Jesus, für deine Barmherzigkeit. Danke, Jesus, für deine Barmherzigkeit. Thank you, Jesus, for your love. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke, Jesus, für deine Liebe. Thank you, Jesus, for your providence. Danke, Jesus, für deine Vorsehung. Danke, Jesus, für deine Vorsehung. Thank you, Jesus, for the word of God. Danke, Jesus, für das Wort Gottes. Danke, Jesus, für das Wort Gottes. Jesus, come. And stay in my heart. Jesus, komm und bleibe in meinem Herzen. Jesus, komm und bleibe in meinem Herzen. Jesus, increase my love to you. Jesus, stärke meine Liebe zu dir. Jesus, stärke meine Liebe zu dir. Jesus, increase my trust in you. Jesus, stärke mein Vertrauen zu dir. Jesus, increase my faith in you. Jesus, stärke meinen Glauben zu dir. Jesus, stärke meinen Glauben zu dir. Jesus, increase my love to the Catholic Church. Jesus, stärke meine Liebe zur katholischen Kirche. Jesus, stärke meine Liebe zur katholischen Kirche. Jesus, increase my love to Mother Mary and Saint Joseph. Jesus, stärke meine Liebe zur Mutter Gottes und zum heiligen Josef. Jesus, stärke meine Liebe zur Mutter Gottes und zum heiligen Josef. Jesus, increase my love to your apostles and saints. Jesus, stärke meine Liebe zu all deinen Aposteln und den Heiligen. Jesus, stärke meine Liebe zu all deinen Jesus, increase my love to the word of God. Jesus, stärke meine Liebe zum Wort Gottes. Jesus, stärke meine Liebe zum Wort Gottes. Jesus, by your precious blood, wash my soul. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche meine Seele. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche meine Seele. Jesus, by your precious blood, wash my mind. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche meinen Geist. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche meinen Geist. Jesus, by your precious blood, wash my thinking. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche mein Denken. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche mein Denken. Jesus, by your precious blood, wash my emotion. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche meine Gefühle. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche meine Gefühle. Jesus, by your precious blood, wash my heart. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche mein Herz. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche mein Herz. Holy Spirit, come to me. Heiliger Geist, komm zu mir. Heiliger Geist, komm zu mir. Holy Spirit, bring divine fire in me.
Heiliger Geist, lege dein göttliches Feuer in mich. Holy Spirit, bring peace in my heart. Heiliger Geist, bring Frieden in mein Herz. Heiliger Geist, bring Frieden in mein Herz. Holy Spirit, bring joy in my heart. Heiliger Geist, bring Freude in mein Herz. Heiliger Geist, bring Freude in mein Herz. Holy Spirit, bring love in my heart. Heiliger Geist, bring Liebe in mein Herz. Holy Spirit, bring hope in my heart. Heiliger Geist, bring Hoffnung in mein Herz. Heiliger Geist, bring Hoffnung in mein Herz. Holy Spirit, bring freedom in my heart. Heiliger Geist, bring Freiheit in mein Herz. Heiliger Geist, bring Freiheit in mein Herz. Holy Spirit, bring solution in my heart. Heiliger Geist, bring Lösungen in mein Herz. Heiliger Geist, Mother Mary, pray for us. Mutter Gottes, bitte für uns. Mutter Gottes, bitte für uns. Saint Joseph, pray for us. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. All Apostles, pray for us. Alle Apostel, bittet für uns. Alle Apostel, bittet für uns. All Saints, pray for us. Alle Heiligen, bittet für uns. Saint Dominic, pray for us. Heiliger Dominikus, bitte für uns. Heiliger Dominikus, bitte für uns. So you can please come forward for the blessing of the relic. Ich lade euch jetzt ein, nach vorne zu kommen, damit ich euch segnen kann mit der Reliquie des heiligen Dominikus.
Gospel according to Luke chapter 5 verse 1 to 10. Aus dem Lukas-Evangelium, 5. Kapitel, Vers 1 bis 10. Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See. Dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land und ließen alles zurück und folgten ihm nach. One moment, please pray, Jesus, speak to me very personally. Beten wir jetzt einen Augenblick, dass Jesus jetzt ganz persönlich zu einem jeden von uns spricht. And we pray while listening the word of God, Holy Spirit, come to me. Und beten wir, dass während wir das Wort Gottes hören, der Heilige Geist auf uns herabkommt. Holy Spirit, help me to understand the revealing of the word of God. Heiliger Geist, hilf mir, das zu verstehen, was du mir jetzt durch das Wort Gottes offenbarst. And one moment, please pray for me as well as Zakia. Brother Thomas Paul too. Und einen Augenblick betet bitte auch für mich und für die Übersetzung und für Thomas Paul, der die Aufnahme macht. Praise the Lord. Preist den Herrn. So, dear loving brothers and sisters, every time Jesus wants to speak something very deep for our heart. Meine lieben Brüder und Schwestern, jedes Mal möchte Jesus uns etwas sagen, etwas, was tief unsere Herzen berühren soll. Bible is the good news. Die Heilige Schrift ist die gute Nachricht. And this good news is the good for all the bad news. Und diese gute Nachricht ist besser und übertrifft alle schlechten Nachrichten. And this good news is the answer for all the situation. Und diese gute Nachricht ist gleichzeitig eine Antwort auf alle unsere Situationen. Maybe we are in a special situation, we don't know what to do, but the Holy Spirit will speak to us. Vielleicht sind wir in einer Situation, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, und da wird der Heilige Geist zu uns sprechen. One time I was thinking, oh, there are many saints, of course saints will help us. Einmal habe ich gedacht, ja, es gibt so viele Heilige, natürlich werden uns die Heiligen helfen. And one day I had a dream, I am blessing with the people with the relic. Und dann hatte ich eines Tages in einem Traum gesehen, wie ich die Menschen mit Reliquien von Heiligen segne. Then I heard the voice, this is the relic of Apostle Paul. Und dann hörte ich die Stimme, dies ist die Reliquie des heiligen Apostels Paulus. Then I got a relic of Apostle Paul.
Und dann bekam ich tatsächlich diese Reliquie des heiligen Apostels Paulus. Dann Maximilian Kolbe. Dann bekam ich auch noch die Reliquie vom heiligen Maximilian Kolbe. John Paul II. Vom Johannes Paul II. St. Dominik. Vom Dominikus. Mutter Teresa. Von Mutter Teresa. Teresa from Lisieux. Von der kleinen Therese von Lisieux. Padre Pio. Von Pater Pio. John Maria Vianney. Johannes Maria Vianney, dem Pfarrer von Ars. Don Bosco. Vom heiligen Johannes Bosco. Alfonso from India. Und Schwester Alfonsa aus Indien. And John 23rd. Und Johannes den 23. So several reliques I got it. Und mittlerweile habe ich diese ganzen verschiedenen Reliquien. So wherever I go country, I take two or three reliques with me. In welches Land ich auch immer reise, immer nehme ich so zwei, drei Reliquien mit mir mit. And I bless the people. Und ich segne mit diesen Reliquien die Because Menschen. Because that dream God show me to pray to intercession of the saints. And bless them. Und dieser Traum hat mir gezeigt, dass ich auf die Fürbitte der Heiligen vertrauen soll und dass ich mit den Reliquien segnen soll. Eine blessing with the relique is the biblically connected. Und das Segnen mit Reliquien hat eine biblische Grundlage. Acts of Apostles chapter 19 verse 11 and 12. In der Apostelgeschichte Vers 19, Kapitel 19, die Verse 11 bis 12. Auch ungewöhnliche Wunder tat Gott durch die Hand des Paulus. Sogar seine Schweiß- und Taschentücher nahm man ihm vom Körper weg und legte sie den Kranken auf. Da wichen die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus. And this is the application for the every relic blessing. Und das ist eine Beweis, eine Unterstützung, dass wir mit jeder Reliquie segnen können. And it's very biblically rooted. Und es ist einfach biblisch fundiert. And very much healing happening by the saints' intercession. Und auf die Fürbitte der Heiligen gibt es viele Heilungen. Some years I was in Philippines for my studies. Für einige Jahre war ich zum Studium auf den Philippinen. And one of the prayer group people there. One daughter, she is very sick with bone cancer. Und jemand aus der Gebetsgruppe dort war, dessen Tochter war erkrankt an Knochenkrebs. I bless with the reliquio Saint Sister Faustina. Und ich konnte sie segnen mit der Reliquie der heiligen Schwester Faustina. And later I came to know this girl is absolutely healed from the bone cancer. Und später, als ich wieder herkam, erfuhr ich, dass diese junge Frau vollständig geheilt war vom Knochenkrebs. And in Germany, one time, Brother did one German woman bring a photo. Her husband is in the hospital, and big problem in the feet. In the next day is the amputation. Und einmal in Deutschland war es so, dass eine Frau mir ein Foto zum Segnen von ihrem Mann mitbrachte. Er war selber im Krankenhaus und am nächsten Tag sollten seine Füße amputiert werden. I bless the blood relic of John Paul II in the photo. Und ich segnete das Foto mit der Blutreliquie des heiligen Papst Johannes Paul II. And the next day, doctor said, feet is very much improved, no more amputation. Und am nächsten Tag sagten die Ärzte, der Fuß ist wirklich gut durchblutet. Im Moment brauchen wir keine Amputation mehr machen. So not only healing, every saints will help to come more closer to Jesus. Und nicht nur bei Heilungen, sondern auch die Heiligen helfen uns, dass wir näher und intensiver in eine Beziehung zu Jesus kommen. Jesus said, come to me. Jesus sagt, kommt zu mir. With our situation, our sickness, our problem, we can come to Jesus. In der Situation, in der wir gerade sind, mit unseren Krankheiten, mit unseren Schwierigkeiten, können wir zu Jesus kommen. Here we see Peter went for a fishing before joining the apostle, joined the disciple. He went for a fishing, he didn't get anything. Und wir haben jetzt eben in der Lesung gehört, bevor Petrus zu den Aposteln hinzugerufen wurde, war er am Fischen. He worked very hard in the whole night. Er hat sich die ganze Nacht furchtbar angestrengt. Like Thomas Paul is working very hard every night, but plenty of fish. So wie Thomas Paul jede Nacht arbeitet und predigt, aber er hat viele Fische. But Peter didn't get a fish in that day. Aber Petrus hat an diesem Tag keinen einzigen Fisch gefangen. On the early morning,
He was cleaning the net. Und früh am Morgen hat er seine Netze gereinigt. It is very nice, plenty of fish, then cleaning the net. This is very nice. Und wenn man viele Fische gefangen hat und am nächsten Morgen seine Netze reinigt, dann ist es ein gutes Gefühl. Working very hard, no fish, then the last part, the cleaning the net. This is not a good feeling in the heart. Aber wenn man die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat und dann seine Netze noch reinigen muss, dann fühlt sich das im Herzen nicht gut an. And Jesus came early morning. Und Jesus kam dort am frühen Morgen. And Jesus asked Peter, "Can you give me your boat?" Und dann fragte Jesus den Petrus, "Kann ich dein Boot gebrauchen?" Because he was ready to give, no fish, no hurry. Also er hatte ja keinen Fisch gefangen und er war nicht in Eile, er hatte Zeit. He has plenty of time. Er hatte Zeit genug. If he have a full of fish, he said, "Excuse me, Jesus, I have to go and sell the fish." Wenn er jetzt viele Fische gefangen hätte, dann hätte er gesagt, oh nee, Jesus, ich habe keine Zeit, ich muss die Fische verkaufen. Because he had nothing to go, where to go. He is very empty, he has plenty of time. Aber weil er keinen Erfolg gehabt hatte, weil er nichts gefangen hatte, nichts zu verkaufen hatte, hatte er Zeit genug. Sometimes God will bring this situation in our life. Und manchmal ist es so, dass Gott in unser Leben auch genau so eine Situation bringt. And this situation, it is not a negative. God wants to do something there. Und diese Situation sollen wir nicht negativ bewerten, sondern wir sollen erwarten, dass Gott genau in dieser Situation etwas tun will. In that day, Peter get a plenty of fish before meeting Jesus. He never be a past pope. Wenn Petrus an diesem Tag, wo er Jesus das erste Mal getroffen hatte, viele Fische gefangen hätte, dann wäre er nie der erste Papst geworden. Praise the Lord. Preist den Herrn. So he didn't get any fish. This was the background. Also er hat nichts gefangen. Das war jetzt der Hintergrund für alles, was geschieht. Empty situation, God allow, it is not put us down. Also wenn Gott es zulässt, dass wir so eine Erfahrung der Leere oder der Erfolgslosigkeit macht, dann ist es nicht, weil Gott uns erniedrigen will. Many people, they have empty situation, they become sad, they become down. Viele Menschen, wenn sie so eine erfolglose Situation haben oder so eine Leere in sich spüren, dann werden sie traurig und sie sind niedergedrückt. Believe in our empty situation, we can't be down, but the Holy Spirit grace come down. Aber wir glauben jetzt in so einer Situation, wo wir uns eigentlich niedergedrückt fühlen, kommt der Heilige Geist zu uns herab. Praise the Lord. Preist den How Herrn. Nice press it. It is not you are going to down. The God's grace is come down to you. Also es ist nicht so, dass ihr niedergedrückt sein müsst, sondern der Heilige Geist möchte zu euch herunterkommen. So Jesus entered the Peter's boat. Also Jesus ist jetzt in das Boot des Petrus gestiegen. Because it's very empty. Weil es ist ja nichts drin, ist leer. And he began to preach in the word of God. Und er beginnt vom Boot aus das Wort Gottes zu verkünden. So Peter listening everything. Und Petrus war da und er hat sich alles angehört. One time I was thinking, while Jesus speaking, what Peter was thinking. Und einmal habe ich mir Gedanken darüber gemacht, als der Jesus da so gepredigt hat, was hat Petrus wohl gedacht? Peter thinking, he preached very good. Vielleicht hat Petrus gedacht, oh, der predigt sehr gut. But I have no kleine fish even. Aber der mag so gut predigen, wie er will, trotzdem habe ich keine Fische. What I told you, maybe you are listening the word of God, you're thinking also very good. Oh, Father Joseph speak very good, Thomas Paul is online doing, but I have some problem. Vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass ihr hier sitzt und ihr denkt, ja, Pater Josef, der predigt gut, Thomas Paul, der macht so viel Online-Programme, das ist alles sehr gut, es ist super, aber trotzdem sitze ich hier und habe mein Problem. So Peter also thinking, he preached very good, but I didn't get any fish. Und so mag auch der Petrus gedacht haben, ja, der spricht gut, aber trotzdem habe ich keinen Fisch gefangen. But he preached at the end of the preaching. Aber Jesus hat gepredigt bis zum Finishing Ende. Preaching. Bis er damit aufhört. Because God wants to speak something very great. Finishing speaking means
He wants to say more in my situation. Aber Petrus musste erkennen, Jesus hört nicht auf zu predigen. Er möchte mehr und mehr hineinsagen in meine Situation der Leere und der Erfolglosigkeit. Maybe during the speaking, Jesus can say, Peter, why you are stupid? Why you thinking like that? Because Jesus know our thinking even. Und Jesus konnte ja, er wusste ja, was da Petrus da dachte. Er hätte auch sagen können, Petrus, nun hör mal auf, was denkst du da eigentlich für einen Quatsch? And finishing preaching. Aber Petrus, Jesus hat das nicht gesagt. Er hat bis zum Ende gepredigt. Because before the miracle happening, Jesus wished Peter has to listen something. Und Jesus wusste, bevor er dieses Wunder des großen Fischfangs machen wollte, wusste er, dass Petrus erstmal bis zum Ende sein Wort, seine Verkündigung anhören sollte. Praise the Lord. Preist den Herrn. After finishing speaking, Jesus told to Peter, put in the net into deep water. Und nachdem jetzt Jesus zu Ende gepredigt und verkündigt hatte, sagte er zum Petrus, nun werf dein Netz auf der anderen Seite ins tiefe Wasser aus. Because Jesus saw a big fish in the deep water. Weil Jesus konnte diese vielen Fische dort in dem tiefen Meer sehen. Because in the attraction, the fish also attracted to come to the word of God. Also selbst diese Fische spürten diese Anziehung zum Wort Gottes. Sie kamen da angeschwommen. You know, Francis Assisi also have a beautiful experience. Many times he preaching and the birds are coming to him. Es war so ähnlich wie beim heiligen Franziskus. Von ihm wissen wir auch, dass er, wenn er gepredigt hat, die Geschöpfe sich angezogen fühlen. Manchmal kamen die Vögel angeflogen und hörten ihm zu. Then he preached them in the providence of God. Und er predigte den Vögeln von der Vorsehung Gottes. And the birds listening to him. Und die Vögel haben ihm zugehört, dem heiligen Franziskus. Then Francis Assisi told them, you can go. Und dann sagte Franziskus so, jetzt könnt ihr wieder weiterfliegen. And the birds are not going, they are waiting for his blessing. Aber die Vögel flogen nicht, sie blieben so lange dort, bis Franziskus sie gesegnet hat. It was touched for me when I was reading. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat mich das berührt. They are not going, they are waiting for the blessing, like you people blessing for the relic. Und sie blieben da und sie warteten auf den Segen, so wie ihr hier bleibt und wartet, bis ihr gesegnet seid. Praise the Lord. Preist den Herrn. For example, I say, oh, I have a relic of St. Dominic. I say more about Dominic. Then you can go. You will not go. I think you will wait for the blessing. Okay. So, wenn ich hier stehe und sage, ja, ich erzähle euch jetzt was vom heiligen Dominikus und dann könnt ihr gehen, aber dann werdet ihr nicht gehen. Ihr werdet warten, bis ich euch damit gesegnet habe. So birds waiting for the blessing. Also so haben die Vögel beim heiligen Franziskus auf den Segen gewartet. So what I want to tell you, many fish came where Jesus was speaking. Also was ich sagen wollte ist, dass als Jesus gepredigt hat, viele Fische sich angezogen fühlten und da auf einmal im See schwammen. So where the word of God is there, there is a blessing. Da, wo das Wort Gottes ist, wo das Wort Gottes verkündet wird, da ist auch der Segen. Every day I read the word of God, reflecting, thinking in the blessing come to you. Also lest jeden Tag das Wort Gottes, betrachtet es, reflektiert es, denkt darüber nach, dann ist auch der Segen da. So in the blessing will be around to you. Und der Segen wird um euch herum sein. And you will see the providence of God. Und dann werdet ihr die Vorsehung Gottes sehen und erleben. So not only in the supermarket, not only in the clothes center, there will be a gratis of the Lord will be with us. Nicht nur im Supermarkt werdet ihr die Vorsehung Gottes erleben, sondern in den vielen Dingen, die Gott uns umsonst schenkt. The gratis of God is with us. Das Geschenk umsonst unseres Gottes, es ist mit uns. The providence of God is with us. Die Vorsehung Gottes ist mit uns. But Peter didn't see the fish there. Aber Petrus sah diese Fische in dem Wasser nicht. But Jesus saw it. Aber Jesus sah sie. Maybe I didn't see any blessing in the future or in the present situation. Vielleicht sehe ich auch den Segen nicht, der mir in der Zukunft gegeben wird oder in meiner gegenwärtigen Situation. But Jesus saw there is a blessing. Aber Jesus sieht diesen Segen, der da ist, der da auf mir ruht.
And this is the time Peter opening his heart. Und in diesem Augenblick, in dieser Zeit, öffnete Petrus sein Herz. In the time of adoration, there is a opening of our heart. Wenn wir hier vor der eucharistischen Anbetung sitzen, dann ist es die Zeit, wo sich unsere Herzen öffnen. Peter said, I was working very hard in the whole night. Petrus sagte, ich habe die ganze Nacht so stark, so hart gearbeitet. I didn't get anything. Ich habe nichts gefangen. But now I will put the net again because of your word. Aber auf dein Wort hin werfe ich das Netz noch einmal aus. I am not thinking what happening in the whole night. I didn't get anything. But because of your word, I will put the net again. Ich denke jetzt nicht mehr darüber nach, was die ganze Nacht geschehen ist, als ich nichts gefangen habe, sondern weil du es sagst, auf dein Wort hin werfe ich das Netz noch einmal aus. He got a plenty of fish. Und dann fing er das ganze Netz voller Fische. And he invited other friends. Und er musste sogar noch seine Freunde einladen, damit sie ihm halfen, das Netz einzuholen. They also got a plenty of fish. Und sie selber haben viele Fische gefangen. When I am coming to the Lord, listening the word of God, not only me, my family, my friends, they also receiving the grace. Und wenn ich zum Herrn komme, wenn ich das Wort Gottes höre, dann ist es nicht nur eine Gnade für mich, sondern für meine ganze Familie, für alle, die zu mir gehören. Sie partizipieren von dieser Gnade, die ich empfange. Then Peter said, I am a sinful man, go away from me. Und dann bekennt Petrus und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. So Jesus came this world not to go away from me, to come to me. Aber Jesus sagt dieses Wort nicht, damit wir von ihm weggehen, sondern damit wir, wenn wir uns als Sünder erkennen, gerade zu ihm kommen. That is why Jesus said, I came for the sinners. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen. And one sinner come to the Lord, in the heaven will be so happy. Und wenn ein Sünder zum Himmel, zum Herrn zurückkehrt, dann freut sich der ganze Himmel. So it is so nice, our confession, it is so wonderful. Also wenn wir zur Beichte gehen, dann ist das so etwas Wunderbares. It is so wonderful, at least once in a month go for a confession. Das ist so wunderbar und deswegen rate ich euch, geht wenigstens einmal im Monat zur Beichte. Here the Father Francis, 24 hours is ready for confession. Hier ist der Pater Franz und er steht euch 24 Stunden zur Verfügung für die heilige Beichte. Praise the Lord. Preist den Herrn. So Mother Mary in Medjugorje also so much emphasizing confession. Und auch die Mutter Gottes in Medjugorje, sie weist uns immer wieder darauf hin, wie wichtig die Beichte ist. And by the confession, forgiveness of sins and grace come to us. Durch die Beichte erlangen wir die Vergebung der Sünden und viele, viele Gnade fließt auf uns. One time, one mother, when I was here, they bring a one child. Als ich einmal hier war, kam eine Mutter und brachte ihr Kind zu mir. And she, I think that time she was maybe 5 years or 7 years. Und ich glaube, das Kind war da 5 oder 7 Jahre alt. And the mother told me, she make a quarrel with her brother. Und die Mutter sagte, manchmal streitet sie sich sehr mit ihrem Bruder und quält ihn. And after that, this child tell to her mother, Mother, I want to go for a confession now. Und als die Mutter mir das erzählt hat und das Kind das gehört hat, danach sagte das Kind, Mama, jetzt möchte ich aber beichten gehen. Praise the Lord. I felt the sense of in the sense of the mercy of the Lord that child talking, ne? Also ich habe gespürt, wie die Barmherzigkeit Gottes auf dieses Kind gefallen ist und das Kind bewegt hat. And the child mother told me one day she had a very bad dream. Und dann erzählte mir die Mutter, dass dieses Kind einmal einen sehr schlechten Traum gehabt hat. Then the mother asked when the bad dream came, what you said? Und dann hat die Mutter gesagt, sie hat das Kind gefragt, was hast du denn da gesagt oder was hast du gemacht, als dieser schlechte Traum da war? And the child said, in the name of Jesus, go away. Das Kind sagte, ich habe gesagt, im Namen Jesu verschwinde. This also touched for me, even though it is a very child using the name of Jesus. Und das hat mich auch sehr berührt, dass so ein kleines Kind oder ein junges Kind wirklich bewusst den Namen Jesu gebraucht. Praise the Lord. Preist den Herrn.
So Peter got a plenty of fish. Also, wir sind bei Petrus. Er hat viele Fische gefangen. Maybe Peter can say, "Oh, plenty of fish. I go sell like with the money." But he was thinking of himself. I am a sinful man. Petrus, nachdem er die ganzen Fische gefangen hat, hätte er auch ganz glücklich sein können und sagen, "Juhu! Und jetzt gehe ich hin und verkaufe alle meine Fische." Aber es war anders. Er hat erkannt, er ist ein Sünder. So Jesus was doing all things for a sinful person. Und Jesus hat dies alles getan für einen sündigen Menschen. Halleluja. Halleluja. He gave the word of God and the miracle everything. Er hat das Wort Gottes für die Sünder verkündet. Er hat für die Sünder Wunder gewirkt. Then Jesus told him, I will make you a catcher of the man. Und dann sagt Jesus schließlich noch zu ihm, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Praise the Lord. Preis den Herrn. I will make. Ich werde das tun. So it is making, God is making an instrument. Gott macht das, dass wir zu Instrumenten, zu Werkzeugen werden für sein Reich. I will make you a catcher of the man. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. And follow me. Folge mir. Because Jesus gave him plenty of fish and a catcher of the man, in the future you will catch plenty of people for the kingdom of God. Also Jesus hat ihm eine Menge Fische gegeben und ihm damit gezeigt, in der Zukunft wirst du eine Menge von Menschen für das Reich Gottes gewinnen. Again, come to the word of God. One day Jesus asked Peter, what you say about me? Und bleiben wir noch einmal beim Wort Gottes. Einmal hat Jesus den Petrus gefragt, was denkst du über mich? Peter said, you are the Messiah, Son of living God. Und da bekannte Petrus und sagte, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Because it is very nice what I am thinking about God. Es ist schön, wenn wir das selber auch wissen, was denke ich eigentlich über Gott? In the image of God. Was ist meine Vorstellung von Gott? Jesus is the Messiah, Son of a living God. Jesus ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. And Jesus told them, my heavenly Father teach you and reveal to you. Und Jesus sagte, das hat der himmlische Vater dir offenbart, das hast du von ihm gelernt. And again we can see Jesus took the 3 disciples Mount of Tabor for the prayer. Und an einer anderen Stelle sehen wir, wie Jesus 3 Jünger mit auf den Berg Tabor zum Gebet genommen hat. And they experienced wonderful. Und sie machten dort auf dem Berg Tabor eine wunderbare Erfahrung. And they want to make a tent for Jesus there. Und sie wollten dort, weil ihnen das so gefallen hat, ein Zelt für Jesus bauen. They said, one for Jesus, one for Moses, one for Elia. Und sie sagten, eins für dich, Jesus, eins für Mose und eine Hütte für Elia. But one thing I noticed it. Aber eins habe ich bemerkt. Maybe they can say, one for Jesus, one for Elia, one for Moses and one for me. Er hätte auch sagen können, eine für dich, Jesus, eine für Mose, eine für Elia und eine für mich. I also need an apartment in Mount Tabor. Er sagt, er hätte auch sagen können, ich brauche doch auch ein Apartment dort auf dem Berg Tabor. But he didn't say one for us or one for me. Aber er hat nicht gesagt, eins für uns oder eins für mich. Why they didn't say that? Warum haben sie das nicht gesagt? Because they know they make a tent for Jesus, Moses and Elia, they have a place there. Und sie wussten, wenn wir ein Zelt für Mose, für Elia und für Jesus bauen, dann haben wir sie dort. Dann haben wir einen Platz für sie dort. I will make a something for Jesus, then I will have a place there. Auch wenn ich etwas für Jesus mache, dann habe ich auch dort meinen Platz bei Jesus. Praise the Lord. Preis den Herrn. So I am very much appreciate Thomas Paul. Thomas Paul found so many adoration centers in Europe, India and different countries. Und ich bin überzeugt und berührt von Thomas Paul. Er hat so viele Anbetungszentren in Europa und in Indien gegründet und unterstützt und ins Leben gerufen. In India, by the retreat, so many people touched by the God.
Und durch seine Lehre und durch seine Predigt sind in Indien so viele Menschen tief von Gott berührt worden. So making a tent for Jesus. Also bauen wir für Jesus ein Zelt. Halleluja. Halleluja. So this is all our mission, something do for Jesus. Das ist unser Auftrag, dass wir etwas Gutes für Jesus tun. So how we can make a tent in our heart. Wie können wir in unserem Herz so eine Hütte, so ein Zelt bauen oder aufschlagen? In one time I was thinking, Jesus, you are in the Eucharist. How I can come to inside of the Eucharist? Einmal habe ich gedacht, Jesus, du bist dort in der Eucharistie, in diesem Brot, da bist du selber drin. Wie kann ich da auch hineinkommen? Then I heard the silent voice, I will teach you now. Und dann hörte ich eine leise Stimme, das werde ich dich jetzt lehren. How I can be inside of the Eucharist. Wie kann ich selbst in der Eucharistie sein? Because Jesus want put you near everybody there. Weil Jesus möchte doch jeden von uns ganz nah bei sich haben. When I am entering inside of the Eucharist, all my problem entering in the Eucharist. Wenn ich selber sozusagen in die Eucharistie eintrete, dann treten auch meine ganzen Probleme dort mit ein. My tears will be inside. Meine Tränen werden in der Eucharistie aufgefangen werden. My prayers will be inside. Meine Gebete werden dort in der Eucharistie beheimatet sein. My problem will be inside of the Eucharist. Selbst meine Probleme werden dort in der Eucharistie sein. So, in the point how I can enter the Eucharist. Also war für mich der Punkt, wie kann ich selber in diese Eucharistie eintreten? But it is very simple. Aber es ist ganz einfach. Praise the Lord. Preist den Herrn. So when I am receiving Holy Communion, wenn ich die Kommunion empfange, yeah, so I try to be more good. Dann versuche ich selber gut zu sein. I pray every day. Ich bete jeden Tag. I go for a confession. Ich gehe zur Beichte. I read the Bible. Ich lese die Heilige Schrift. What happening in the received the Eucharist will grow in my heart. Und was geschieht dann? Die Eucharistie, die ich empfangen habe, sie wird immer größer in meinem Inneren. Day by day, growing, growing, growing. Und sie wird größer und größer und Tag um Tag wächst sie. And growing, growing, growing. Und weiter wächst sie und wächst sie. I will be inside of the Eucharist. Und dann schließlich werde ich in der Heiligen Eucharistie sein. Understand? Habt ihr es verstanden, wie es geht? Praise the Lord. Preist den Herrn. So then I will have inside of the Eucharist. Und dann bin ich in der Eucharistie. So several years I am adoring, adoring, adoring. Finally I will be inside of the Eucharist. Jahr um Jahr gehe ich zur Anbetung und tue alle diese religiösen Dinge und schließlich werde ich in der Eucharistie sein. Bible says Jesus grown up holiness. Und in der Heiligen Schrift heißt es, Jesus wuchs heran und nahm zu an Weisheit und Heiligkeit. Wisdom, friendship with God and people. Und er nahm zu an Freundschaft zu Gott und den Menschen. Halleluja. Halleluja. Then I will have the place in the Eucharist. Dann ist mein Platz in der Eucharistie. So again we can see after the resurrection of Jesus, again disciples were very sad. Und nach der Auferstehung Jesu sehen wir das noch einmal, dass die Jünger sehr traurig waren. Peter said, I am going for a fishing. Und Petrus sagt wieder, ich gehe jetzt einfach mal wieder fischen. So it means, I am going to my former work. Also er sagt sozusagen, ich gehe zu meiner alten Arbeit zurück. And other disciple also said, we are also coming. Und die anderen sagen, ja, wir kommen auch mit. They are also waiting, somebody starting it. Und sie hatten schon darauf gewartet, dass jemand damit anfängt, das alte Leben zurückzukehren. He went for a fishing. Und dann gingen sie und fischen. He didn't get anything. Aber wiederum fingen sie gar nichts. So without going for a fishing with Jesus, he didn't get anything. Also sie haben wieder ohne Jesus angefangen zu fischen und es war nichts da. And the morning Jesus came there. Am nächsten Morgen stand Jesus am Ufer. And Jesus asked them, did you get anything? Und er fragte sie vom Ufer aus, habt ihr etwas gefangen? And they said nothing. Sie sagten, nein, gar nichts. And he said, put the net into deep water. Und wiederum sagte er zu ihnen, werft das Netz ins tiefe Wasser aus. And they got plenty of fish.
Und tatsächlich, sie fingen wieder so viele Fische. And he said, come with some fish, we can have a breakfast together. Und dann sagte er zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen und wir können zusammen ein Frühmahl halten. And when they came there, Jesus himself caught some fish and he already grilled there. Und als sie dann zum Ufer kamen, hatte Jesus selbst schon ein paar Fische gefangen und sie dort auf dem Kohlenfeuer zubereitet. A grilled breakfast. Ein Grillfrühstück. And if you want to practice it, you can make it and you can invite me. Also wenn ihr das auch mal macht, dann könnt ihr mich einladen. So they have a grilled breakfast. Also ein Grillfrühstück. Very interesting. In the resurrected Jesus have a breakfast together. Also sehr interessant. Mit dem auferstandenen Jesus hielten sie zusammen dieses Frühmahl. Two time resurrected Jesus eating with them. Zweimal hat der Auferstandene mit ihnen gegessen. It means the living Jesus with us so lively. Und das heißt, dass der lebendige Jesus ist so lebendig mit uns. After the breakfast, he asked them three times, do you love me, do you love me, do you love me? Und nach diesem Frühmahl hat er dreimal gefragt, liebst du mich, liebst du mich? Peter said, yes, I love you, I love you, I love you. Und Petrus antwortete, ja, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich. Each time Jesus gave a mission to them. Und jedes Mal, nach jeder Antwort, gab Jesus dem Petrus einen Auftrag. Take care of my sheep. Weide meine Lämmer. Feed my sheep. Weide meine Schafe. Make a tent for my sheep. Führe sie, bau einen Stall, eine Hütte für meine Schafe. Halleluja. Halleluja. We can stand up now. Wir stehen jetzt auf. We can raise our hand. Wir erheben unsere Hände zum Herrn. We can praise Hallelujah. Und wir preisen den Herrn mit Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja,